Hallo, schönen guten Tag. Hier sind wir wieder mit unseren Tagesthemen heute hier. Und wie immer zuerst die Kurznachrichten, aber nicht ohne, dass wir das Tagesbild ein bisschen gerückt haben. Vielleicht besser so, ja. Ja, so können wir das Tagesbild lassen. Und die Kurznachrichten zuerst, wie immer. Ministerpräsident Söder sagt, wir sollen der Polizei vertrauen. Ja, und sie nicht kritisieren, das ist die halbe Wahrheit. Natürlich ist es völlig falsch, irgendwelche Polizisten anzugreifen und irgendwelche anderen verfassungswidrigen und verfassungsfeindlichen Dinge zu tun. Aber schauen wir es uns mal an. Hier. World's Council of Wise People, nextscientistforfuture.de. So, unsere MemGeat, wo ist die MemGeat? Da ist sie, unsere mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik. Also Polizei. Was weiß Söder nicht? Warum hat er nur Halbrecht? Hier haben wir den ersten Frühpolizisten der Evolution und er sagt, ja, ich darf mich nicht dazu verleiten lassen, dass es nur darum geht, dass ich als Polizist am meisten verdiene, vielleicht dann sogar schlecht arbeite und dann neue Kollegen bekomme, dann werde ich Chef und Vorgesetzter, kriege vielleicht sogar ein höheres Gehalt. Sondern ich muss wirklich den Bürgern dienen und ich muss dafür sorgen, dass es am besten gar keine Straftaten gibt. Ja, so. Das ist ein guter Frühpolizist. Der lebt noch in der Welt der Wahrheit. Aber irgendwann kommt zwangsläufig unter den Rahmenbedingungen von markt- und arbeitsteiligen Systemen, in denen wir uns ja befinden, kommt zwangsläufig der erste sich irrende Frühpolizist. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss das kommen. Es kann nicht sein, dass alle immer in der Wahrheit bleiben. Also kommt irgendwann ein sich irrender Frühpolizist und der so macht sozusagen, sagt, ach naja, also ja, die Täter sollte man also nicht so hart anfassen. Man sollte auch gar nicht mit Tätern reden darüber, ob die vielleicht aussteigen könnten aus der Kriminalität und so weiter. Nö, wir machen einfach sozusagen unseren Dienst so nach Vorschrift und dann ist reicht das schon so, ja? Und das bedeutet, diese Irrtümer werden zur neuen Polizeiphilosophie. Und das kommt, wird merkwürdigerweise und paradoxerweise unter den Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung belohnt. Nämlich dadurch arbeitet dieser Polizist mit dieser Polizeiphilosophie arbeitet ineffizient. Es kommt zu mehr Straftaten. Dadurch bewilligt die Bevölkerung für diesen Polizisten neue Mitarbeiter, neue Polizisten. Er wird Vorgesetzter dieser neuen Mitarbeiter, kriegt sogar vielleicht ein höheres Gehalt, kann dadurch hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird sozusagen der Vorgesetzte einer Polizei, bei der man gar nicht mehr weiß, ob sie für die Bürger ist oder ob sie gegen die Bürger ist, also ob Täterschutz praktiziert wird oder ob wirklich Opferschutz praktiziert wird, ja? Und das bedeutet also, dass sozusagen die Polizei einen Evolutionsverlauf genommen hat, der sozusagen heißt, und zwar nicht bewusst, keine böse Absicht, nirgends böse Absichten, nichts Verschwörung, ja, sondern insgesamt ist die Grundhaltung, als ob die Polizei sagen würde, wir machen nichts gegen die Verbrecher. Wenn wir nichts gegen die Verbrecher machen, wird unsere Behörde immer größer, unsere Aufstiegschancen werden immer besser, unsere Karrieren werden immer größer und so weiter. Je weniger wir gegen die Verbrecher tun. Und dafür werden wir am meisten belohnt. Das sind Evolutionsverläufe, die total schädlich für uns sind. Wenn Söder die Wissenschaftler wäre, Naturwissenschaftler wäre,
Dann würde er sagen, nein, wir müssen der Polizei, wir müssen ganz klar messen, aha, wie entwickeln sich, wir müssen die Polizei zuständig machen, Teams, Polizeiteams für bestimmte Bezirke zuständig machen und müssen das dann auch hin und her wechseln, damit wir dann auswerten können, ja, statistisch sauber auswerten können durch das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, ja. Und zwar müssen wir gucken, wie entwickeln sich in einem Bezirk, für den ein bestimmtes Polizeiteam für eine bestimmte Zeit zuständig war, wie haben sich da die Wohlfühlstimmen entwickelt als neue Wahlstimmen und als Unterstimme die Sicherheitsstimmen? Also wie sicher fühlen sich die Bürger in diesem Bezirk? Und davon, und dann kommen natürlich auch noch die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten dazu und die Wirtschaftswunderdaten und so weiter. Und dann belohnen wir die Polizistenteams, die Polizeiteamleiter werden belohnt und machen Karriere, bei denen sich die Bürger am sichersten fühlen, bei denen die Bürger das Gefühl haben, sie sind nicht von Straftaten bedroht, bei denen wirklich sozusagen die Polizisten den Kriminellen helfen, in ein legales Leben überzuwechseln und so weiter und so fort, ja? Und dann haben wir eine hocheffiziente Polizei, die dann auch das Vertrauen wirklich genießt, verdient. Und dann haben wir wirklich eine Polizei, die dann auch sozusagen wieder richtig durchgreift, sondern und die Täter und all die Verbrecher und die Linkskriminellen und die rechtskriminellen Verfassungsfeinde nicht mit Samthandschuhen anfasst, sondern wirklich durchgreift und dann sich auch wieder Respekt verdienen darf und so weiter. Sozusagen, ja, dann haben wir das Problem gelöst. Und hiermit ist also auch gleich nochmal gesagt, das ist eben der Vorteil der Next Scientists for Future, sind diese naturwissenschaftlich-volkswirtschaftlichen Analysen sozusagen, ja, und die Lösungsmodelle. Ja, dann übrigens, dann muss man sagen, generell sind wieder Tester ausgebrochen. Ja, es ist nicht Corona ausgebrochen oder irgendwie ein Killer-Virus, es sind Tester ausgebrochen. Und diese Tester ziehen durchs Land und suchen irgendwas zu finden, das dann irgendwie gefährlich aussieht. Ja, aber in Wirklichkeit bricht nichts anderes aus, dass immer wieder nur Tester ausbrechen. Testende Personen, testende Fachleute, die vielleicht so eben Geld damit verdienen, dass sie Tests machen. Ja, das ist das eigentliche Problem. Aber auf der anderen Seite müssen Sie sich aber auch Schweden anschauen. Denn jetzt könnte man ja sagen, naja gut, im Bekanntenkreis wird nur deswegen nicht so viel gestorben, weil wir ja einen riesigen Lockdown gemacht haben. Dann gucken Sie sich aber die Zahlen von Schweden an. Und in Schweden sterben in harten Wintern sozusagen jeden Tag bis zu 400 Menschen. Und Schweden hat fast keinen Lockdown gemacht gegen Corona. Also eigentlich hatte das Virus freie Bahn in Schweden, fast völlig freie Bahn. Denken Sie nur dran, dass die Kinder zur Schule gegangen sind, bis zur 9. Klasse waren alle Kinder in der Schule und zwar dauerhaft. Da konnten doch die Viren wunderbar sich ausbreiten und dann über die Eltern sich überall weiter ausbreiten. Ja, und dann müsste es doch jetzt da Tausende, zigtausende Tote geben. Und was ist es? In Schweden sind lächerliche 5.000 Tote, sozusagen. Also ein Tick mehr als bei einer kräftigen Grippewelle in Schweden sowieso zu erwarten gewesen wäre. Und dann ist noch die Frage, wie viel Prozent davon werden jetzt als Corona-Tote bezeichnet, obwohl sie eventuell nur mit Corona gestorben sind, aber eigentlich an anderen Todesursachen, ja? Und dann erscheint der Unterschied zwischen kräftige Grippe, 3.200 Tote in Schweden, und Corona, 5.000 Tote in Schweden, das sind lächerliche 1.800 Unterschied und die könnten auch daher resultieren, dass eben sozusagen eben alles als Corona di diagnostiziert wird, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ne, im Moment, auch in Schweden.
So, also noch einmal, machen Sie sich noch mal klar, alles, was ich an Sendungen über Schweden gesehen habe, hat gezeigt, dass in Schweden das Virus völlig freie Bahn hatte. Natürlich haben die Leute so ein bisschen Abstand gehalten, manche haben auch mal eine Maske getragen, aber wenn ich mir die Massen anschaue und die Kinder und so weiter, wo überall massenhafte Ausbreitungswege für das Virus waren, und doch nur lächerliche 5000 Corona, angebliche Corona-Tote. Also das heißt, liebe Leute, das bedeutet, das eigentliche Problem ist, dass überall in Deutschland immer wieder Tester ausbrechen und nicht Corona. Ja? So, und dann haben wir die Tatsachen als Beispiel für die Kollateralschäden. Angeblich sind ganz viele Scheidungen im Gange sozusagen. Angeblich kann es sein, dass die Scheidungsrate fünffach höher ist als außerhalb von Corona. Also dieses, dass die Menschen solche ungewöhnlichen Lebenssituationen haben, scheint also alles zu stören und dann auch zu Scheidungen zu führen. Ja? Ja, und dann nochmal zu dem Thema Antifa und Gemeinwohlökonomie. Also, solche Gruppierungen wie die Antifa kennen sehr viele. Auch die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber kennen sehr viele Menschen. Aber trotzdem interessiert es niemanden in der großen Welt. Ja, also die Gemeinwohlökonomie lebt in dem Irrtum, dass weil sie viele kennen, dass es doch irgendwann den großen Durchbruch geben müsse. Aber genauso wie bei der Antifa wegen ihrer praktisch verfassungsfeindlichen Tendenzen niemals den großen Durchbruch geben wird, sind in der Gemeinwohlökonomie so viel linksradikale Tendenzen drin, die kein vernünftiger Volkswirtschaftler jemals wird befürworten können, sozusagen, sodass der Durchbruch nie kommen wird, sondern das bleibt ein Nischenphänomen wie die Antifa. Es ist eine kleine Nische der extrem ökologisch Bewegten, die da irgendwie mitmachen, aber mehr wird auch nicht passieren. Deswegen, liebe Gemeinwohlökonomie, lieber Christian Felber, außer die Zusammenarbeit mit den Next Scientists for Future, die ja wissen, wie man die Probleme, wie man das Wirtschaftssystem wirklich gestalten muss, wirklich gemeinwohlorientiert, nämlich mit der Wohlfühlstimme und so weiter. Das ist die einzige Chance für die GWÖ, dass sich wirklich irgendwann tatsächlich die große Welt dafür interessiert. Ne? Ja, und in Israel wird berichtet in einer Sendung, dass 20% schon arbeitslos seien durch die Corona-Veranstaltungen sozusagen, durch die Corona-Lockdowns. Ja, 20%, jeder Fünfte ist schon arbeitslos quasi. Und dann wird ergänzt, ja, 20% oder 20% arbeitslos, kaum Tote. Na, das ist also das Phänomen. Ja? Jetzt kann man natürlich auch in Israel wieder sagen, es gibt kaum Tote, eben wegen des Lockdowns. Aber was ist dann mit Schweden? Warum gibt es da auch kaum Tote? Und was ist mit Weißrussland, wo kein Journalist auch nur irgendeinen Zeugen finden konnte, der ausgesagt hätte, dass alle im Bekanntenkreis plötzlich überall ganz viel gestorben wird, ne? Ja, und obwohl Weißrussland alles tut, um Corona total zu ignorieren, null Lockdown, gar nichts. Ja, und warum ist denn dort nicht Massentote, die jetzt von unseren Medien gezeigt werden und wo die Leute sagen, in meinem Bekanntenkreis sind dies Jahr auch drei Leute mehr gestorben als sonst in den Vorjahren. Ja, ja. Dann wieder nochmal der Bericht aus Schweden. Ja, es ist einfach nichts los dort mit Corona und so weiter. Es ist einfach nichts los. Außer in unseren Medien, wo angeblich die ganze Welt stirbt. Ne? Nirgends sterben die Leute, aber in unseren Medien stirbt die ganze Welt. Ne? Ja, und dann gehen wir also zu unseren Tagesthemen hier. Also, Eva Herrmann und ich glaube, er heißt Alexander Popp, haben sich wieder geäußert und haben ein Wort verwendet, ganz zum Schluss, das Kartell.
Und das zeigt schon, aha, leider verschwörungstheoretisch, ja? Also, sobald Sie jemanden hören, der sagt, böse Menschen haben böse Absichten oder das Kartell hat bestimmte Ziele und Absichten, dann wissen Sie schon, es ist leider Verschwörungstheoretiker, ja? Denn so Leute wie Bill Gates, ja, die irren sich nur. Die haben diese, was ich eben geschildert habe. Was habe ich vorhin geschildert, liebe Leute? Hier, die gewinnbringenden Irrtümer, karrierefördernden Irrtümer und vorteilbringenden Irrtümer eines Frühpolizisten, der sich irrt sozusagen und dadurch die Gesellschaft dazu bringt, dass die Gesellschaft ihm Vorteile bringt. Aber er der Gesellschaft immer weniger Vorteile bringt, ja? Und dadurch seine Bürokratie immer weiter wächst, ja? Das bedeutet also, es sind die gewinnbringenden, die karrierefördernden und die vorteilbringenden Irrtümer, die die Welt zerstören und die uns alle umbringen, ja? Und es ist deswegen nicht die, keine böse Absicht von Bill Gates, sondern er und all die Freunde, denen er auch Gelder schenkt und so weiter, die meinen es gut, die denken, die glauben wirklich, der Mensch könne praktisch nicht überleben ohne weltweite Impfungen, ja? Und die glauben das wirklich, ja? Und das macht sie ja gerade so gefährlich, weil sie wirklich überzeugt sind, uns zu retten, ja? Und uns retten zu wollen. Das macht sie ja auch gerade so gefährlich, ja? Aber eben, es gibt da kein Kartell und keine Verschwörer. Das ist naturwissenschaftlich durch nichts belegbar. Genauso KenFM mit und sozusagen. Das stimmt einfach nicht. Und Dr. Markus Krall hingegen und Horst Lüning, die beiden, die sozusagen sind zum Glück keine Verschwörungstheoretiker, aber die sind wiederum leider Anhänger oder ziemlich starke Anhänger des freien Marktes und der Marktwirtschaft und der sozialen Marktwirtschaft, die gerade die Ursache dafür ist. Ich habe ja gerade eben beschrieben, dass die Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung ja gerade diese dysfunktionalen Ergebnisse erzielen. Gucken wir uns den Horst Lüning kurz an. Er verkauft Whisky, ja? Und jetzt haben wir folgendes Phänomen. Früher in der Evolution vor 400.000 Jahren hat kein Mensch Whisky, Alkohol oder irgendwas anderes konsumiert, gekauft und so weiter, weil letztendlich Alkohol führt dazu, dass man immer in der Natur in Gefahr ist, weil man sich nicht richtig schützen kann und dann ist man vom Aussterben bedroht. Also eigentlich neigt kein Lebewesen dazu, wirklich nennenswert, angeblich gibt es ja Affen, die ab und zu vergorene Früchte essen. Naja gut, das ist dann aber dann Glück, wenn die dann nicht sofort vom Raubtier gefressen werden. Ne? Das sind so Ausnahmeerscheinungen, die vielleicht alle 20 Jahre mal irgendwo vorkommen. Ne? Aber die normalen Lebewesen in der Natur trinken niemals Alkohol, aus gutem Grunde. Ne? Und hier haben wir also sozusagen den Frühhändler, der sagt, hier, ach, ist das toll, dass ihr alle so liebevoll in euren Kommunen lebt und so viel Lebensglück habt und so weiter. Dann braucht ihr auch keine Drogen als Ersatz, keinen Alkohol, keine Zigaretten, keine Süßigkeiten als Drogen. Und das ist doch gut so und so soll es auch bleiben. Ja, und aber dann irgendwann taucht ein Frühhändler auf und der irrt sich wieder total. Ja, und der sagt, ach, ist das ekelhaft, euer ständiges Geschmuse, hört doch auf damit, da werdet ihr ja krank vor. Und so weiter, hört auf damit. Ja, und die Leute, das ist ja unschicklich, unmoralisch, unkeusch. Und die Leute bekommen Angst vor dem körperlichen Kontakt mit anderen Menschen, fangen an, das in sich selber zu unterdrücken, sozusagen. Und was passiert? Sie erleiden einen Glücksmangel. Und aus dem Glücksmangel heraus werden sie konsumsüchtig, kaufsüchtig und fangen an, Whisky zu kaufen, Zigaretten, Süßigkeiten, Drogen, Medikamente als Drogen und so weiter und fangen an, sich zu vergiften, ja? Sozusagen, dieser Händler, der wird riesige Gewinne machen und wird hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel begründen und wird eben der Vorfahre von einem Klaus Lüning, der nicht versteht,
dass er eigentlich Teil einer kranken Marktwirtschaft ist, in der es ganz unbewiesen, also unumstritten natürlich legal möglich ist, mit Whisky Geschäfte zu machen. Aber er versteht nicht, dass es gerade die Marktwirtschaft ist, die die Menschen überhaupt erst das Leben der Menschen so zerstört hat, dass sie dann überhaupt bereit sind, Whisky zu kaufen und zu konsumieren. Ja? Das versteht er nicht. Er versteht den Zusammenhang nicht, dass es die von ihm geliebte Marktwirtschaft ist, die genau das Leben aller Menschen so stark zerstört hat, dass wir einen riesigen Markt für Whisky und ähnliche Dinge bekommen haben, aber demgegenüber steht das Unglück der Menschen. Und wenn er das wüsste, könnte er guten Gewissens nicht mehr seinen Whisky verkaufen, sondern würde sich fragen, hoppla, was machen wir denn da gerade? Wir müssen doch die Marktwirtschaft beenden und mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten, und ich muss in Zukunft mein Geld mit gesunden Sachen ernähren, mit reif angebauten, reif geernteten, herrlichen Früchten und Gemüsen und so weiter. Aber ich darf doch nicht hingehen, den Leuten Konsumsuchtdrogen zu verkaufen und so weiter. Ja? Das ist die wahre Geschichte hinter Horst Lüning, heißt er. Ja? Und Horst Lüning heißt er. Ja, und das heißt, und das ist genau das, was Markus Krall und Horst Lüning so gefährlich macht. Nicht nur sein Whisky macht ihn so gefährlich, sondern eben, dass er daran glaubt, dass Markt etwas Gutes sei. Das ist das eigentlich Gefährliche. Wenn er nämlich erkennen würde und seine Medienmacht dazu benutzen würde, klarzumachen, hier, wir müssen die Marktwirtschaft beenden, dann verliere ich zwar mein Whisky-Geschäft, aber ich kann ja dann was anderes Gutes tun, aber wir müssen doch dafür sorgen, dass unser Wirtschaftssystem Gesundheit fördert und nicht Unglück fördert und dann Sucht fördert. Ja, das dürfen wir doch nicht weiter zulassen. Ja? So, ja, und Bodo Schiffmann und es tut sich auch was beim Corona, wir sehen ja schon viel Bewegung beim Corona-Ausschuss und beim außerparlamentarischen Corona-Ausschuss Nummer 2, also ACU, sehen wir auch Bewegung ein bisschen und so weiter. Hoffentlich werden die Next Scientists for Future und auch die anderen Professoren, die wir empfohlen haben, eingeladen und so weiter. Ja, also die Ärzte Schiffmann und Köhnlein, das sind Ärzte, die gehören zu den guten Ärzten, ja, wir nennen sie ja Ausnahmeärzte, beziehungsweise Ausnahmeärzte, Ausnahmepsychologen und so weiter. Das sind die quasi sagen, nee, es geht mir nicht in erster Linie jetzt ein Geschäft mitzunehmen, wie ein Impfgeschäft oder ein Testgeschäft, sondern ich fühle mich doch verpflichtet meinen Kunden, ich muss denen doch helfen, gesünder und länger zu leben, und ich muss mich doch um die Wahrheit bemühen und muss deswegen auch kritisch sein gegenüber einem möglichen Impfgeschäft, das mir locken würde, also mir, wo ich mich bereichern könnte. Aber ich würde mich ja dann bereichern auf Kosten meiner Kunden, und das will ich nicht. Und das sind diese Ausnahmeärzte, ja? Das sind diese guten Ausnahmeärzte, ja. Christian Felber haben wir ja ausdrücklich genannt mit seiner Gemeinwohlökonomie. Ja, das war's für diese Tagesthemen jetzt hier. Und es haben sich viele neue Kontakte ergeben. Vielleicht haben wir dann bald viele zigtausende Klickzahlen für unsere wissenschaftliche Tagesschau. Heute die Talkshows Demokratie pur. Ja, bitte auch bewerben dafür immer. Ne? Und ja, das war es schon mal wieder für diese jetzige Ausgabe der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.